Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder eine neue Ausgabe von Shoki Banoki Daily. Deine tägliche Dosis Angeberwissen. Und neben mir sitzt der oft erreichte, doch nie kopierte... Ja. War das nicht anders? Ja, ja, das stimmt schon. Stimmt Sascha schon. Ehlert. Ja, ja, genau. Und Jena hier ist der Marc Hagenbeck. Und da entbehre ich mir jedes Urteil. Egal. Heute Geburtstag am 24. Juni hat David Alaba. Meine Fresse. David Alaba, Fresse. Ja. Österreicher, der einer der wenigen Österreicher, die nicht so aussehen. Und er ist halt ein richtig cooler Typ. Mhm. Ja. Also ich finde ihn total geil. Er ist ein super Fußballer. Ja, auch voll, ist auf jeden voll Fall. Super nett. Also ich habe den, wenn ich ihn in Interviews sehe, denke ich, geile Sau. Also so von Mann zu Mann. Egal. Der ist am 24. Juni 1992 geboren. Wir gratulieren von dieser Stelle aus, oder? Das tun wir. Du bist. Ja, dann gab es am 24. Juni 1952 ging der Axel Springer Verlag an den Start mit seiner Bild-Zeitung. Ja. Ja, mit einer Startauflage von 250.000 Exemplaren. Ja, schön, super, Bild-Zeitung, ganz toll. Ja. Ja, am 24. Juni, ist egal, am 24. Juni ist auch der Johannistag. Ja. Wir haben heute den Johannistag und das ist der heilige Johannes der Täufer, Schutzpatron der Musiker, ich muss ablesen, weil zu viel ist, okay. Schutzpatron der Musiker, der Gastwirte, der Architekten, der Restaurateure, der Schornsteinfeger, was? Helfer bei Drehschwindel, Epilepsie, Feichtstanz, was ist ein Feichtstanz? Das ist, wenn Feit, kennst du Feit? Ist ein Fight Name. Club, oder was? Feit ist ein Name. Wie ist ein Feit, ist ein Name? Feit ist ein Name, F-E-I-T. Und wenn er tanzt, dann ist es, nein. Dann tanzt er, egal. Ja. Und er ist Schutzpatron der Furcht. Ja. Also das ist der heilige, was war das? Der heilige Johannes, genau. Johannes der Täufer, da ist er. Guck Menschenskinder. Mal. Heißer Typ, hä? Ja, wirklich. Ja. Also und das ist heute am 24. Juni. Heute ist der Johannistag. Ja. Sehr gut. Und was ist noch am 24. Juni? Was ist noch am 24. Juni passiert? Na, zum Beispiel 1948. Da wurde auf der Westmark ein B eingedruckt. Genau. Das nahm die Sowjetunion zum Anlass, den gesamten Personen- und Güterverkehr zu Land, zu Wasser und in der Luft und die Stromlieferung nach West-Berlin zu stoppen. Genau, da wurde die Währungsreform auf Berlin ausgeweitet und die haben dann halt so ein B draufgedruckt, damit man halt erkennen konnte, das ist Berlin. Richtig, und das war auch der Beginn der Berliner Blockade. Mann! Was ich heute gelernt habe. Also alles über den 24. Juni. Berliner Blockade, Johannistag, Axel Springer. Komm, das lassen wir. Wisst ihr was? Und, wenn euch das gefallen hat, ne, dann gebt mal da unten ein paar Kommentare ein oder liked mal diesen Beitrag hier. Ja, und am besten macht ein Abo. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge. Auch nicht schlecht, oder? Weil morgen geht es nämlich weiter am 25. Juni. Ach. Und ich sage bis dahin, Cheerio, Miss Tschüssikowski. Sophie.